volles Rohr. Hupf in Gatsch, Griechenland oder Gib Gummi. Das sind nur ein paar von 16 Hindernissen, die es da beim 5. Grazathlon zu bewältigen gibt. Neben mir der Organisator Andreas Mauerhofer. Hallo. Hallo, servus. Wir beide sind da definitiv außer Konkurrenz. Wir sind heute außer Konkurrenz, ja. Aber die 5. Auflage hat sehr, sehr viele Menschen da in Bewegung gebracht. Über 4.000 haben sich dieser Herausforderung gestellt. Bis zum Anmeldeschluss waren es knapp 4.000, die jetzt gespannt auf den Start warten. Und mit dabei auch sehr Prominente. Ja, es sind wieder dieses Jahr einige Prominente. Es ist der Benjamin Karl mit am Start, es ist die Jördi Steinecker heuer erstmals dabei und das Urgestein Mario Haas ist heuer auch wieder mit am Start. Andreas, was macht diesen Grazathlon so speziell? Was zeichnet diesen Spirit aus, diese Veranstaltung, die so viele Menschen mobilisiert? Beim Grazathlon spricht der härtesten Sightseeing-Tour der Welt, ist an und für sich der Spirit so, dass du vom Start weg alleine läufst und gemeinsam, wenn du ins Ziel kommst, weil wenn du das eine oder andere Hindernis nicht schaffst, dann wird dir geholfen und ich glaube, das ist genau der Spirit, der für diese Veranstaltung wichtig ist. Dann wünschen wir viel Vergnügen jetzt in den nächsten Minuten mit dem Grazathlon 2017. Jetzt geht's los mit den Highlights. Mit Vollgas geht es an den Start des 5. Grazathlons. Teilnehmer aus 30 Nationen haben sich heuer der Herausforderung gestellt und damit ist eine neue Rekordzahl erreicht. Die härteste Sightseeing-Tour der Welt ist gewachsen. Die Zielgruppe ist relativ jung, zwischen 18 und 35 und dann wird es schon sehr dicht. Also bei Laufveranstaltungen geht es ja rauf bis 60, 70, aber bei diesem Grazathlon eher bis 35. Die Hindernisse bringen viele an ihre mentalen und körperlichen Grenzen. Die Herausforderung ist Motivation genug, auch für die vielen prominenten Starter im Feld. Ich bin wenig laufen gewesen und habe es probiert, mit Radfahren zu kompensieren. Heuern bin ich mit zwei Eckspielern unterwegs, mit Ekrem Tak und Samir Muratovic. Die haben mir nur gesagt, wir laufen nur 10 Kilometer, habe ich gesagt. Das sind 16 Hindernisse, hat er gesagt, das wissen sie nicht, das wird lustig. Also ich und er sind das erste Mal da und wir wollen es halt nur überleben, wie er gesagt hat. Es ist wirklich eine riesen Herausforderung und wir freuen uns schon. Dass ich raufkomme aufs Hindernis, könnte ich mir sogar noch vorstellen, aber das Runterhupfen, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil so mit Höhenangst und so ist es glaube ich nicht so gut. Ich bin gespannt, ob das meine Schwimmsprunggelenke aushalten. Um die 16 Hindernisse zu bezwingen, braucht es aber schon die ein oder andere gute Taktik. Ein klarer Vorteil also, wenn man mit Erfahrung an den Start geht. Der Grazer Sportstadtrat weiß, worauf es ankommt. Dass ich die Hindernisse schon kenne und dass ich ganz genau weiß, dass man am Anfang schon langsam anfangen sollte, weil wenn man am Anfang die Energie gleich einmal verschwendet, dann haltet man das nicht durch die 10 Kilometer. Auch heuer wieder dabei die ehemalige Olympia-Shorttrackerin Veronika Windisch. Die Vorjahressiegerin geht als Top-Favoritin an den Start. Sollte eigentlich gar keinen Druck haben, weil er nur überraschen könnte, aber dadurch, dass er ein Titel zu verteidigen ist, setzt mir das schon ein bisschen unter Druck. Also ich würde es schon gern wieder so machen wie letztes Jahr, aber es ist sicher nicht einfacher. Und einfacher wird es mit ihrem erst kürzlich verletzten Knie definitiv nicht. Die Weizerin hat sich in den letzten Wochen gezielt auf das ein oder andere Hindernis vorbereitet. Um mich bestmöglich auf den Grazathlon vorzubereiten, baue ich natürlich sehr viele koordinative Übungen in mein Training ein, funktionelles Training, ein sehr intensives Intervalltraining in dem Fitnessstudio, in dem ich trainiere und natürlich Grundlagentraining mit normaler Ausdauer. Ein funktionelles Workout gilt dabei als effektivste Methode, um den Körper an die harten Strapazen zu gewöhnen. Wie zum Beispiel beim Überhandeln, wo man eben Schulter, Rücken, auch die Brustmuskulatur und die Armmuskulatur braucht und dann wirklich speziell auf jede Station, was eigentlich bei Grazathlon ist, irgendwelche Übungen zu machen. Neu im Programm ist diesmal das Speed Race, ein K.O.-Bewerb mit zwei Hindernissen auf dem Grazer Hauptplatz. Gesucht werden die besten Grazathlon-Sprinter. Auch einige bekannte Gesichter waren mit dabei. Mir und meine Snowboard-Kollegen haben mich überredet, da mitzumachen im Team. Und dann haben wir für ein Speedrennen gehört und dann haben wir gesagt, ja, melden wir uns an, schauen wir.
Das Speedrace war aber auch Treffpunkt für jene, die sich einfach nur auf ihre Challenge am nächsten Tag einstimmen wollten. Auch geschmacklich, Veronika Windisch war nur passiv am Start. Sie hat ihr Knie für den Wettkampf geschont. Immer noch, die lernen mal von der Erfahrung anderer und schauen wir das von außen an, wie man es macht oder wie man es eben nicht macht. Es ist schön, wenn man die Technik vorher schon abschauen kann und ja, es ist ein cooles Event zum Zuschauen. Bei uns beim Snowboarden dauern die Kurse zwar nur 40 Sekunden ungefähr, aber wir müssen uns immer viel einfahren davor. Aber für uns ist es nicht so schwierig, wir haben ein gutes Mädel, wir können ein bisschen bremsen. Wir haben heute Betreuer, wir haben heute betreut. Zurück zum Grazathlon-Parcours. Das Wetter hat es heuer gut gemeint. Ein traumhafter Badetag oder doch besser Zeit für eine 10 Kilometer lange Sightseeing-Tour der Extreme. Für mich ist das auf jeden Fall lustiger als ein normaler 10 Kilometer Lauf. Ja, für mich genau das Gleiche. Also ich mache sonst bei keinem Ausdauer-Event oder so mit. Aber da ist es gemütlich, weil man rennt ein Zeitl bis zum nächsten Hindernis. Einfach, dass es nicht nur Laufen ist, sondern dass du wirklich gefordert wirst, der ganze Körper. Und es ist einfach, wie es schon sagt, die beste Sightseeing-Tour der Welt. Und die kostet auch so manche Überwindung. Angefangen bei den Murnockerln geht es über eine Rutschpartie bis hin zum Gatschupfen durch den Grazer Augarten. Das Hindernis Hupfengatsch, muss ich sagen, ist schon sehr an der Grenze. Für mich als Organisator auch. Vielleicht werden wir das irgendwann nochmal entschärfen, weil da müssen die Teilnehmer fast in den Schlamm untertauchen. Also, aber bis jetzt hat es gut funktioniert. Und die Läufer lieben es. Hammergeil! So anstrengend, aber wert! Ist es wert? Wo waren die Probleme? Wasserrutschen, definitiv. Der Schlamm, gleich am Anfang. Dass man dann so richtig dreckig herumrennt. Ich bin mit den Wasserverhältnissen bei der Wasserrutsche ganz schwierig zusammengekommen. Es war einfach sehr viel Wasser auf der Strecke und war echt schwierig. Also alle drei Schlammcontainer, dreimal Bombe, das war schon sehr cool. Wasser! Kurze Pause bei der ersten Ladestation. Bevor es dann über 260 Stufen auf den Grazer Schlossberg geht, wohl das größte Hindernis, bei knapp 30 Grad wird jeder Schritt zur Qual. Die Anstrengung ist den Teilnehmern mittlerweile auch ins Gesicht geschrieben. Für mich das Schwierigste ist aber noch immer, auch das Schönste, ist der Schlossberg. Die Stufen, das ist für mich das Kräfteraubendste. Muss man ein bisschen Technik haben, wie man da hinauf läuft oder schnell geht. Sehr anstrengend. Aber immer wieder, jedes Jahr, ein Pflichttermin. Der Schlossberg ist kein Hindernis, aber es tut die Haxen weh. Knapp 4000 Teilnehmer, 16 Hindernisse an einem Samstag im Herzen der Stadt. Der Grazathlon, ein Stück organisatorische Höchstleistung, vor allem die Bestückung der Hindernisse, hat es in sich. Tonnen von Reifen, Tonnen von Schlamm, Tonnen von Holz, die wir da verarbeiten. Die Challenge, wir sind mitten im öffentlichen Raum. Das heißt, möglichst spät aufbauen und möglichst schnell wieder wegbauen. Unser nächster Stopp, die perfekte Welle auf dem Tummelplatz. Trotz seines Laufs gegen die Zeit ist Teamgeist angesagt. Gegenseitig wird geholfen, wo es geht. Auch das ist der Grazathlon. Da motiviert jeder und jeden. Da kann man sagen, einer auf alle und auf einer und geben wir Vollgas. Ein paar Hindernisse, ich meine, es ist ziemlich schwer, aber mit Teamwork geht das schon. Wenn keiner es haben will. Dem kann ich mich nur anschließen. Teamwork, Gas geben. Und klar, klasse, ja. Man pusht sich gegenseitig, schaut auf den anderen, passt super. Da ist meiner Meinung nach sehr viel Technik dabei, weil du, wenn du den Grundspeed hast, du nur mehr versuchen musst, dass du den Speed, mit dem du anlaufst, in die Pipe hineinlegst und dich hinaufhandelst. Und wenn du den Griff hast, dann bist du oben. Extrem schwer und das sind ja alle schon gezeichnet. Spektakulär. Spektakulär sind auch die Hindernisse im Grazer Stadtpark sowie Hürde Nummer 11, Griechenland, bei dem wir eine ganz neue Fortbewegungsart kennengelernt haben. Veronika Windisch setzt auf Kraft und Ausdauer, eine der Stärken der ehemaligen Olympiateilnehmerin im Shorttrack.
ich bin koordinativ nicht so schlecht. Ich habe eine sehr hohe Laktattoleranz, das man bei den Hindernissen braucht. Und ich kann kämpfen. In Kampflaune sind an diesem Tag aber auch ihre Mitstreiter. Saugeil. Lustig. Anstrengend. Witzig. Witzig ist gut. Yeah! Zurück im Augarten angekommen, warten noch die letzten Hindernisse, die die Teilnehmer so kurz vor dem Ziel dann doch an die Schmerzgrenze bringen. Von dem Schaulustigen angefeuert bleibt die Motivation aber konstant. Überall hilft irgendwer. Also man bleibt nie allein. Ich habe nicht Angst gehabt, dass ich nicht rüberkomme, aber überhaupt kein Stress, da hilft jeder jedem. Ihr seid der coole Teamarbeiter. Wir kommen zum Monkeyland. Dort sorgt die ehemalige Snowboard-Weltmeisterin Marion Greiner für eine Schrecksekunde. Fällt hier runter. Sie beweist aber Frauenpower. Kämpft weiter, tapfer und läuft in Richtung Ziel. Beim letzten Hindernis wird noch einmal richtig Gummi gegeben. Danach geht es ins Ziel. Nach 42 Minuten und 58 Sekunden finisht Hannes Meisel den Grazathlon als Erster und kann somit seinen Titel vom Vorjahr verteidigen. Ich habe beim Rauslaufen schon gedacht, boah, der Mund ist trocken, die Hände extrem schwer. Heute wird es richtig zart. Und dann habe ich leider schon beim zweiten Hindernis fast einen Sturz gehabt, aber es war heuer richtig sehr hart. War wirklich verdammt hart. Was bedeutet dir so ein Sieg? Sehr viel. Allein die Stimmung, die Wertschätzung, also es ist schon richtig geil. Eine Minute hinter Meisel kommt Tim Robertson durchs Ziel. Platz 3 geht an den Weststeirer Stefan Schriebel. Es war schon sehr schwer zu laufen, aber es hat viel Spaß gemacht. Ich möchte mal den Grazathlon gewinnen, weil voriges Jahr war ich Zweiter hinter Meisel Hannes. Und ja, schauen wir mal. Für die Überraschung sorgt aber Carina Reicht aus Kirchberg an der Raab. Mit einer Bestzeit von 50 Minuten und 25 Sekunden sprintet die erst 15-Jährige als erste Frau durchs Ziel und ist auch die jüngste Teilnehmerin im Feld. Ich habe mich einfach beim Grazathlon angemeldet, weil ich gedacht habe, ja, ich probiere das einmal, weil es irgendwie lustig ausgeschaut hat mit den Hindernissen. Veronika Windisch muss sich geschlagen geben. Sie erreicht mit 2 Minuten Verspätung das Ziel als Zweite. Natürlich bin ich ein bisschen traurig, dass ich den Titel nicht verteidigen habe können, vor allem weil ich meine eigene Zeit nicht geliefert habe vom letzten Jahr. Wobei das kann klimatisch auch bedingt sein. Aber wenn ich natürlich einen eigenen Rekord laufen wäre, wäre es leichter zu verkraften. Die Chance auf Revanche kommt dann im nächsten Jahr. Wir blicken noch kurz auf die prominenten Gäste. Auch sie schlagen sich wacker und kämpfen sich ins Ziel der härtesten Sightseeing-Tour der Welt. Mit der Stimmung und dem Panorama und Dings, also es ist die Stadt einfach lässig. Und das durch ein Sportevent zu erleben, ist noch einmal die Krönung, sage ich mal. Kann man diese Sightseeing-Tour da empfehlen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel gesehen von Graz heute. Beim Ort um oben einmal ein bisschen runtergeschaut, da ist es gegangen, aber sonst. Ich habe alles gesehen. Weil ich habe so viel Pause gemacht, also das hätte ich heute nicht geschafft, glaube ich. Aber es war so geil. Eine geile Geschichte und ich würde mir weiterempfehlen, noch mehr Leute sind gekommen und noch mehr zuschauen. Ja, es war wieder eine Gaudi. War richtig ein geiles Event, ich bin echt froh über meine Leistung. Also es war brutal. Ich habe es unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch so ein Spaß. Die Leute sind dabei. Das Wetter ist schön, also was will man mehr? Ich nehme immer vor, den Grazathlon mitzulaufen. Unterwegs frage ich mich immer, warum. Aber wenn man dann im Ziel ankommt, das ist großartig. Top, top. Nächstes Jahr wieder dabei, ist eh klar. Wahnsinn. Also extrem anstrengend wieder, wie jedes Jahr. Es wird jedes Jahr besser.
Das ist so ein richtig geniales Gefühl, den geschafft zu haben. Geil! Und ich habe mir auf ein Bier gefreut und hungrig! Es ist so cool, es ist so lässig, der Spirit ist da. Es ist eine gute Stimmung, gute Atmosphäre. Ganz eine coole Geschichte und unglaubliche Leistung. Es ist vorbei, es ist super. Adrenalin pur. Ich gebe es offen und ehrlich zu, nicht trainiert, habe es trotzdem geschafft und ich bin so stolz. Ein Wahnsinn. Ja, das war der 5. Grazathlon hier in Graz im Augarten und am Ende muss man sagen, nach diesen 10 Kilometern und mit den 16 Hindernissen waren alle schmutzig, aber sehr glücklich.